Nigelnagelneue Podcast-Episode mit YouTube-Video. Ein Quickie machen wir heute. Und das passt auch, weil ich will heute nichts anderes als mit euch darüber reden oder zu euch reden. Also Gott, das hört sich an wie so ein Pastor auf der Kanzel. Und zwar zum Thema Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ist alles. Und ich könnte euch jetzt einen erzählen hier von, oh, die Welt da draußen ändert sich so schnell, der technologische Wandel und jetzt kommen auch noch die ganzen Krisen dazu. Ehrlich gesagt, ich glaube, alle, die hier zuhören, wissen, dass schnelles Anpassen, schnelles Ausprobieren einfach die Lösung ist für so viele Probleme. Und es ist egal, ob wir mit kleinen Startups, mit Scale-Ups, mit großen Unternehmen oder mit Mittelständlern hier unterwegs sind in unseren Team-Acceleratoren, in unseren 3-Monats-Programmen. Es ist bei allen dasselbe. Dieses so, es dauert und wieso kriegen wir das nicht hin und Fokus und die Priorisierung und da können wir so Sachen nicht. Am Ende geht es um die Umsetzungsgeschwindigkeit. Und jeden, den ich treffe, ich mache immer so einen Unterschied bei unseren Kunden, dass ich mal sage, so, die sind schon schnell in der Umsetzung und die können wir nur noch schneller machen. Und dann gibt es so die anderen 80%, also fast alle, mit denen man sagt, so, boah, da müssen wir erstmal in die Groundwork rein, um die überhaupt auf ein anständiges Geschwindigkeitsniveau zu bringen. Warum ist Geschwindigkeit so wichtig? Ja, weil am Ende zählt nur das, was du umgesetzt hast. Und da so ein Anekdötchen, was ich immer so bei so Führungskräfte-Coachings und so immer benutze oder Vorträgen. Und das ist immer so, stell dir vor, du bist Chef, Chefin, dann kommt ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin und sagt Ende des Jahres und ist irgendwie hier Perspektivgespräch, Gehaltsgespräch, nennt es, wie ihr es wollt, darum soll es jetzt nicht gehen. Und dann sagt die Person so, ja, 2022 war ein super Jahr für mich, ich habe richtig viel geschafft und wir waren super erfolgreich. Und ich habe 10 Projekte gemacht dieses Jahr, in Klammern, was ja eigentlich schon recht viel ist bei den meisten Unternehmen, Klammer zu. Ja, ich habe so 10 Projekte gemacht und ja, 2 davon haben halt mega gut funktioniert. Und deswegen würde ich gerne x Prozent mehr Gehalt haben und will eine Beförderung haben und so weiter. So, 2 von 10 sind nach Adam Riese 20%. Frage an dich. Egal ob als Mitarbeiter, Mitarbeiterin oder Chef oder Chefin, 20%, eine Quote von 2 von 10, ist das gut? Ist das schlecht? Reicht das für eine Gehaltserhöhung oder für eine Beförderung oder so? Ich würde sagen, kommt drauf an, aber wahrscheinlich eher nicht. Und erst recht nicht zum Vergleich zu meiner Variante B. Die Person kommt rein und sagt so, hey, ja, 2022 war ein super Jahr für mich und alles gut und wir haben ganz, ganz viel geschafft, super erfolgreich. Und ich kann es auch hier mal zeigen. Ich habe sondern ich habe 500 Experimente gefahren. In Klammern, egal ob du die selber gefahren hast oder ob deine Truppe die gefahren hat, spielt gar keine Rolle. Sondern ich habe 500 Experimente gefahren. Und von denen haben 100 ziemlich gut funktioniert. Hier ist übrigens der Datensatz. Also hier können wir auf Datenbasis sehen, dass diese 100 wirklich funktioniert haben. Dass die wirklich das Ziel erreicht haben. Ja, und die anderen 400 halt nicht. Nach Adam Riese auch 20%. Das heißt, es sind die gleichen 20%. Aber bei Variante A ist es 2 von 10. Und bei der Variante B ist es auf Datenbasis 100 von 500. Das heißt, wir haben 100 erfolgreiche, nachweislich erfolgreiche Experimente gemacht, die zu dem Ziel geführt haben, was weiß ich, Reichweite, Leads, Umsatz, Conversions, keine Ahnung, was das Ziel war. 100. Bup, 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 bup. Und bei Variante A haben wir halt 2 von 10, die vielleicht sogar auch riesig waren und mega viel gebracht haben, aber meistens ist auch in dieser Art Projekten, ist es am Ende nicht richtig nachweisbar. So, und das ist mein Pitch. Das ist genau der Punkt, wo ich sage so, wer von diesen beiden bekommt eher eine Gehaltserhöhung, bekommt eher eine Beförderung. Und ja, das ist alles ein bisschen provokativ hier, was ich gerade mache. Oder plakativ auch. Ja, wer bekommt eher eine Beförderung? Und da sage ich, wenn jemand nachweislich 100 von 500 Projekten erfolgreich gemacht hat, die einzahlen, dann hat das was mit Wachstum zu tun. Step by step, 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 step. Da würde ich die Person eher fragen, ey, Alter, wie hast du das gemacht? 100 in einem Jahr? Was hast du dafür gemacht? Können wir nicht aus den 100 nächstes Jahr 200 machen? Weil bei der Variante A würde auch jeder sagen, können wir nicht aus den 2 Projekten 4 machen, weil die Projekte sind ja immer so groß.
Ja, und deswegen ist Geschwindigkeit so wichtig. Geschwindigkeit, Fokus auf kleine, schnelle, saubere, gut aufgesetzte Experimente statt dieser Riesenprojekte, die einfach eh immer unendlich lange dauern und das aufzusetzen und alle Ressourcen zu allokieren und so. Das ist doch der Pain. Womit ich nicht sage, dass es nicht Anwendungsfälle gibt, wo man so ein großes Projekt machen kann. Aber auch innerhalb von dem großen Projekt schnell experimentieren. So. Wie geht das? Ist jetzt die Frage. Ja, hört sich immer so einfach an, wenn ich das erzähle, hoffentlich. Ja, und dann sage ich gebe euch Beispiele, ob wir jetzt neue Marketingkanäle testen wollt. Davon gibt es ja gerade genug wieder, wo man denkt, so, na, sollten wir nicht auch? Oh, ich glaube, unsere Zielgruppe B2B ist nicht auf TikTok. Ich sage, try. Wir haben gute Beweise dafür. Ja, ob das Marketingkanäle testen ist. Ob das, ihr wollt ein großes Tool an den Start bringen. Ihr wollt eure Website neu machen. Ihr wollt ein neues CMS implementieren. Endlich zum CRM. Was auch immer es ist, auch da gibt es dieses Problem, dass das riesige Projekte sind, aber ich gebe schon die Lösung mal weg, da kann man klein schneiden. Oder ihr wollt ein neues Produkt an den Markt bringen, ihr wollt euer Produkt validieren, ihr wollt die Bedürfnisse der User rausfinden, wollen die euer Produkt wirklich? Das sind ja alles diese Use Cases. Ja? Ihr habt ohne Ende Leads, aber wisst nicht, wie ihr mit den Leads jetzt weiterverfahrt. Macht ihr da jetzt ein riesiges Ding draus oder fangt ihr einfach mal an, mit verschiedenen Segmenten zu testen? Ja? So, und die Lösung sind eigentlich immer nur zwei Dinge. Erstens, ihr müsst diese riesigen Vorhaben, diese riesigen Aufgaben, diese riesigen Projekte in kleine Teile schneiden. Früher beim Projektmanagement hat man gesagt, so Milestones erreichen. Das ist schon so ein bisschen in die Richtung. Ich sage noch kleiner, 14 Tage Experimente fahren, je nachdem, wie schnell ihr schon seid. 7 Tage Experimente fahren, schnell aufsetzen, 7 Tage laufen lassen, auswerten, testen, anpassen. Ja, klein schneiden. Schneidet den, man denkt so, how to eat an elephant. Also ein Löwe kann einen Elefanten nicht auf einmal essen, außer diese Anaconda, die kriegt das vielleicht hin, aber ein Löwe nicht. Er muss den Elefanten, ekliges Bild, muss den Elefanten klein schneiden, klein reißen und dann in Häppchen essen, so wie ihr euer Schnitzel auch esst. Wegen mir auch euer veganes Schnitzel. Ja, klein schneiden. Erstens und dann zweitens Entscheidungen treffen. Ich nehme das nochmal mit. Wir haben hier ein Meeting. Wir nehmen das nochmal mit. Wir diskutieren das beim nächsten Mal weiter. Nein! Trefft Entscheidung. Trefft Entscheidung. Wir machen das jetzt. Wir probieren das jetzt. Statt alles immer 100 Mal und nochmal. Und wir müssen noch den fragen und so. Setzt lieber die richtigen Leute an den Tisch und sagt, wir treffen uns heute hier eine Stunde, um die Entscheidung zu treffen, wie wir das jetzt machen. Punkt. Ja, hört sich einfach an. Aber es geht hier um Kleinschneiden erstens und zweitens um Entscheidungen zu treffen. Vielleicht ein kleiner Hack aus unseren Projekten, dieses Entscheidung treffen. Man denkt auch immer, oder unsere Kunden denken immer so, wir treffen jetzt diese Entscheidung für immer, weil sie in diesen großen Projekten zu Hause sind. Wir treffen diese Entscheidung für immer. Und wenn wir die jetzt machen, und deswegen muss die so safe sein. Nein, der Trick ist, ihr trefft diese Entscheidung für dieses kleine Experiment. 14 Tage, 30 Tage, das ist viel einfacher. Sich den Frame mal von 14 Tagen, 30 Tagen dafür mal zu entscheiden. Wir entscheiden uns, wir setzen das jetzt mal 14 Tage auf und dann gucken wir, ob es funktioniert oder nicht. Und wenn es nicht funktioniert, dann wissen wir das. Statt immer diese Entscheidungen für die Ewigkeit zu treffen. Das ist der Fehler in eurem Kopf, behaupte ich. Es gibt auch Entscheidungen, die man für die Ewigkeit treffen muss, aber 95% würde ich behaupten, nein. Macht den Scope kleiner, schneidet es klein auf 14 Tage, auf 30 Tage. Und entscheidet, welches Experiment machen wir, und dann macht es. Und dann seid ihr in 14 Tagen, 30 Tagen weiter. Huh, ich bin heiß heute. Gleich ist Neukunden-Workshop. Also, Geschwindigkeit ist alles. Es gibt zwei Trigger, die extremst wichtig sind. Erstens, schneidet eure großen Vorhaben in kleinere Scheiben, in kleinere Experimente. Zweitens, trefft Entscheidungen. Trefft sie aber nicht für euer ganzes Leben, sondern trefft im Team oder alleine, je nachdem, wie du unterwegs bist, Entscheidungen, wo ihr sagt, so, ich teste das jetzt mal im Kleinen und danach bin ich schlauer. Und nicht Entscheidungen für die Ewigkeit zu treffen, zu müssen. So ist richtig grammatikalisch. Also, Geschwindigkeit ist alles und jetzt kommt die gute Nachricht. Wir machen Bootcamp. Nächste Woche Mittwoch, den 16. November ab 17 Uhr, kostenlose Tickets und wir zeigen dir für drei Use Cases. Für Recruiting. Für Go-to-Market, wie bringst du so ein Produkt an einen neuen Markt, wie testest du eine neue Zielgruppe und so. Und für Marketing, CRM, Sales. Wir zeigen dir Use Cases, echte Use Cases aus unseren Kundenprojekten, wie du Schritt für Schritt die in kleine Scheiben schneiden kannst und wie wir da mit unserem Prozess schnelle Entscheidungen treffen, um schnelle Experimente an den Markt zu bringen, statt immer nur vor diesem riesigen Vorhaben zu stehen und keiner weiß, wohin er rennen soll. Und dann machst du den ersten Schritt und dann rutschst du wieder runter. Nein!
Wir zeigen dir, wie man den ersten Schritt valide macht, sodass man danach sauber den zweiten machen kann. Und das machen wir im Bootcamp. Kostenlose Tickets, unlock-growth.com/Bootcamp. Ganz einfach. So, ich freue mich. Eine gute Woche. Haut richtig einen raus. So viel umsetzen, wie es geht. Und dann sehen wir uns nächste Woche im Bootcamp. Bye, bye. Tschüssi.